Herzlich willkommen zur neunten Folge unseres Victoria 3 Let's Plays mit, ja, inzwischen dem Norddeutschen Bund. Ich bin der Palzi. Wir haben zuletzt das Anführerspiel gegen Österreich gewonnen, verbessern jetzt ein paar Beziehungen, haben hier ein bisschen zu viel Dip. Und diese Dip würde ich eigentlich auch ganz gern nutzen. Zumindest demnächst können wir noch irgendwo was verbessern jetzt. Die Rivalität mit Spanien würde nur 100 bringen. Das ist eigentlich ein Witz. Warum haben die uns denn zum Rivalen erklärt? Mach mal die Diplomatie auf. Dänemark und Schweden kann ich ja verstehen. Aber ich glaube, Preußen ist eine Nummer zu groß für euch, muss ich mal sagen. Ich überlege jetzt, ob ich die Rivalität mit Österreich fallen lasse. Hintergrund ist, wenn man Deutschland gründet, dann werden halt... Wieso sollte ich ein Vereinigungsdiplomatie-Spiel beginnen? Ich will auch nicht alle kleineren annektieren. Überall, wo ein Häkchen dran ist, die werden halt dann Deutschland joinen. Also im Moment zum Beispiel Bayern und Franken. Rheinland würde auch komplett sein. Baden wäre auch dabei. Das heißt, man braucht gute Beziehungen. Und zwar beidseitig. Und ich würde gerne mit Österreich beidseitig gute Beziehungen haben. Das geht halt nur, wenn die kein Rivale mehr sind. Aber wenn sie kein Rivale mehr sind, verlieren wir 400... Und dann bräuchten wir noch 300 für die Beziehungsverbesserung. Von daher würde ich gerne noch abwarten, bis Württemberg und die Schweiz wieder maximal sind. Denn dann hätten wir weitere 300 frei, hätten damit 750 minus 400 sind 350. Also 400 für Rivalität fallen lassen und nochmal 300, um dann anzufangen mit Österreich zu verbessern. Das heißt, die zwei warten wir ab und danach können wir das immer noch angehen. Apropos angehen, was wir auch angehen müssen, ist die Tatsache, dass unsere Goldreserven bald voll sind. Und das bedeutet, dass wir als erstes mal die Steuern zurücknehmen. Vielleicht nehmen wir sie auch noch einen zurück. Nö, glaube ich erstmal nicht. Ich glaube, ich lasse sie erstmal auf 34.000. Nee, wir lassen sie hier auf Mitte. Denn dann können wir unseren Bausektor jetzt nämlich endlich auch nochmal erweitern. Ich würde sagen, 4 Bausektoren sollten auf jeden Fall noch gehen. Wo haben wir aktuell unsere Bausektoren denn? War es da schon ganz richtig, Palzi? An der Elbe haben wir auch einen. Möchte ich den an der Elbe behalten? Da sind an sich nur noch 38.000 Bauern drin, die Waffenfabriken suchen. Das heißt, der Bausektor hier wird abgerissen. So, und dann können wir uns noch was aussuchen, wo wir 9 hochzimmern. Wie sieht es denn in den polnischen Gebieten aus? Wir können ja mal hier gucken. Schlesien hat sehr viel, aber Schlesien hat auch eine Menge zu bieten. Wir könnten in Posen tatsächlich noch einen Bausektor hochziehen. Halte das auch für keine so schlechte Idee. 1, 2, 3, 4 Bausektoren in Posen, bitte. Möchte aber in der Queue
auch Werkzeugfabriken immer mal wieder dazwischen haben. Denn Werkzeuge brauchen werden wir en masse jetzt brauchen. So, wenn die Bausektoren jetzt sukzessive kommen, dann erwarte ich. Ich mache es anders. Immer erst, ich fange mal mit dem Bausektor an. Dann werden wir Werkzeuge brauchen und dann müssten wir auch wieder mehr Geld verbrennen. Organisierter Sport, mehr Prestige. Ich kann aber schon mal anfangen, hier Beziehungen zu verbessern mit Österreich. Sobald dann die 400 frei sind, lasse ich die Rivalität fallen. Könnte überlegen, ob man vielleicht Russland dann rivalisiert, möchte ich aber noch nicht unbedingt. Da ist irgendeine Rivalität und da ist doch irgendwas. USA hätte gerne einen Handelsvertrag, ich aber nicht. Was haben wir noch für Journaleinträge? So, ich erwarte, dass es demnächst auch in einer der Kolonien mal krachen wird. So, die Bausektoren scheinen schon durch zu sein, wenn ich das richtig sehe. Ja, sind alle da und alle durch und wir machen immer noch zu viel Geld, obwohl da komplett eingestellt ist. Dann bitte hier ein fünfter Bausektor auf jeden Fall. Dann bauen wir halt noch vier Bausektoren, kennen wir ja nicht. Verteidigungspakt Mecklenburg. Du kannst beitreten, mehr aber auch nicht. So, und jetzt halt den Rand und geh zu Hause. Wir machen zu viel Geld. Wir müssen Geld verlieren und zwar zügigst. Du hattest den letzten Bausektor, der ist auch schon wieder gefüllt. Das hat glatt gemacht. Ehre, wem Ehre gebührt. Die jüngsten Investitionen in Brandenburg in die Produktion der Papierfabriken haben die Frage aufgeworfen, wem die Ehre für den Produktionsschub gebührt. Sind die Industriellen eigentlich noch in der Region oder hatte ich die rausgeworfen? Das weiß ich nicht mehr. Es hat neue Session. Ne, sind nur um die Streitkräfte. Okay. Tja, Industrielle oder Gewerkschafter? Gewerkschafter sind eh noch randständig, ne? Dann hier Sieg der Arbeiter. So, jetzt haben wir die Situation, dass wir die Rivalität mit Österreich beenden. Finanzieren können wir halt noch nicht. Das wäre halt für die Beziehungsverbesserung halt sehr zuträglich. Haben jetzt aber auch eh nur noch 80, das heißt, da müssen wir gar nicht weitergehen. Haben sehr viel Autorität aktuell übrig.
35.000 hier haben wir doch auf jeden Fall übrig, sodass wir Steuern senken können. Wir könnten das ein bisschen kontern, indem wir Porzellan besteuern, aber man bringt 5.000, ne? Ja, komm. So, 19. Das heißt aber definitiv weitere Bausektoren. Bausektoren. Gnadenlos. Wir machen immer noch zu viel Geld. Immer noch zu viel Geld. Was kann man noch machen, um Geld zu verbrennen? Mehr Militärkosten. Gucken jetzt aber erstmal in den Markt drin. Brauchen Munition. Wir brauchen dringend Munition sogar. Munitionsfabriken waren wo? Am Nordrhein, okay. Wir haben ein Defizit von 120. Wir sollten vielleicht mal kontrollieren, ob da auch ordentlich besteuert wird. Ja, wird es. Motoren bleiben bitte auch im Land. Artillerie, Sprengstoffe bleiben hier. Ist ganz okay so. Das Defizit ist nichtsdestotrotz 120 und eine Munitionsfabrik. Fünf machen. Na, wir brauchen drei Munitionsfabriken. Werden wir brauchen. Hau raus. Du warst dabei, den Markt anzugucken, Palzi. Das ist okay soweit. Tabak ist Bedarf da. Dann würde ich sagen, bauen wir doch mal eine Tabakplantage. Togo hatte das. Niger hat auch sehr viel Pops. Na, dann bauen wir im Niger eine Tabakplantage. Könnten mehr Porzellan brauchen. Porzellanbedarf sehr hoch. Das wundert mich jetzt gerade. Haben wir da zweigeteilt bei den Glashütten? Ja, haben wir. Wenn ich die in Schleswig-Holstein umstellen würde, 25 Porzellan mehr, macht den Braten nicht fett. Ignorieren wir erstmal. Wein ist okay. Fleisch ist ein bisschen teuer. Haben wir da nicht eine Handelsroute? Die ist verdammt groß. 1.300. Na, die sorgt natürlich für einen ordentlichen Preis, ne? Möbel könnten wir auch brauchen. Einzige, was wir nicht brauchen, ist Sprit. Aber ich
glaube, für Sprit haben wir letztes Mal schon keinen Abnehmer gefunden, ne? Württemberg. Das lohnt nicht. 67 ist halt ein Witz, ne? Stahl, aber Stahl kommt. Stahl kommt. Holz kommt hoffentlich auch. Nee, Holz habe ich glaube ich nicht gesehen. Oh, da müssen wir auch dran arbeiten. Da fehlen 120. Und beim Weichholz fehlt auch noch mal was. Wo haben wir denn unsere... Nee, können wir hier gucken. 120 und wie viel fehlt mir Weichholz? 120, also 500 und 120. Das war die Hälfte des Hartholzes, das wir brauchen. Wir haben gebaut 120 und 60, das heißt es fehlen 380 und 60. Wir brauchen irgendwo noch mal Holz. Posen. Und zwar gehst du auf Hartholz. Dann brauchen wir noch ungefähr 250 Weichholz. Und so ein reines Weichholzcamp. Gucken wir uns das hier mal an. Produziert 270, also davon noch 4. Und wir sollten auch rund sein. Sachsen? Sachsen oder Elbe? Die erstmal in Sachsen. So, und jetzt haben wir aber auch erstmal die Schnauze voll hier. Es muss gebaut werden. Wie ist denn der Werkzeugpreis inzwischen? Nicht gut. Aber es kommen noch zwei. Machen immer noch zu viel Geld. Immer noch zu viel Geld. Realismus für die Kunsthochschule freigeschaltet. Da können wir auch umstellen sofort.
Oh, waren sie da? Realismus, bisschen mehr Papier, paar Kunstwerke mehr. Und dann Aristokraten will ich eigentlich nicht, Kapitalisten. Ach komm, unabhängige Künstler, die sollen machen, was sie wollen. So, hätten wir dann neue Technik. Wie ist der Spread hier? Kommt die Kanalisation? Pan-Nationalismus 4 Jahre. Wir bräuchten auch dringend Universitäten, um das hier mal ein bisschen anzutreiben. Ne, wir machen 68 und könnten 129 haben. Das heißt, es fehlen 62. Eine Universität macht wie viel? Ungefähr 3 Innovationen. 62, also wir sollten 20 Universitäten noch bauen. 20 Universitäten. Wo haben wir denn Universitäten? Patsy, du bist wahnsinnig. Nee, ich will tecken. So. 4 in Sachsen. Schlesien. Universität von Danzig. Danzig bekommt noch eine Uni. Elbe scheint nicht mehr so viel Pop zu haben. Nee. Da gibt es eh so einige Staaten, wo nicht so viel Pop mehr ist. Tech-Palzi. Da kommt Logistik, das ist die letzte Zweier. Da warten wir dann auf den Dreier-Spread. Hier kommt. Du bist fast durch mit chemischen Bleichen. Da könnten wir unterstützen, uns dann angucken, wo der Spread hingeht und das andere nehmen. Oder haben wir in Gesellschaft noch irgendwas? Hier Postersparnisse, nehmen wir den doch. Wir wissen, dass Eisen teuer ist, deshalb bauen wir ja. Bauen wir Eisen? Nee, Eisen bauen wir nicht, Kalzi. Es fehlen. Eisen. Was macht ein Eisen? Eisen fehlen. Du bist nicht voll besetzt. Hier hatten wir auch Eisenminen. Mit einem Durchsatz von 24, also 70 pro Eisenmine. 70 pro Eisenmine. Also 10 Eisenminen brauchen wir noch. Das sind jetzt 3. Das sind 8.
So, das sollte den Eisenpreis wohl hoffentlich dann. Ne, die letzten. Hau raus. Es ist ganz egal. Wenn wir zu viel Eisen haben, das ist eine Verbrauchsware. Die kann in den Stahlwerken wieder rausgekloppt werden. Waren da irgendwelche Stahlwerke schon fast durch, sodass man. Ja. Die würde ich gerne erst bauen. Die Färbemittelplantage auch, der Rest ist egal. So, das ist die neue Reihenfolge. Wir machen immer noch zu viel Geld. Wenn wir zu viel Geld machen, dann hier. Steuererleichterungen fürs Volk. Jetzt geht's auch allen gut hier. Das war Logistik. Nee, Großbritannien nicht mit dem Commander. Chemisches Bleichen sind wir aber auch nicht dran. Und bei den Postersparnissen. Das Spiel um die Macht. Erich von Beuneburg-Längsfeld. Kommt mir bekannt vor, der Name hat man nicht schon mal. Der Vorsitzende der Interessengruppe der Kleinbürger hat in der Hauptstadt ein bemerkenswertes Spiel um die Macht betrieben, um einen Platz in der Regierung für seine Leute zu sichern. Es ist nicht ganz klar, ob man sie für diese neuartigen Taktiken belohnen sollte. Nee, diesmal ist nicht alles erlaubt, weißt du. Oh, da habe ich jetzt die. Kleinbürger. Naja, paar Zeugs waren vorher auch nur 4. »345. Du könntest eine Institution erhöhen. Ja, hier, Polizei zum Beispiel. Denn schließlich sind wir auf Krawall getrennt. Wenn wir uns noch eine Regierung, noch zwei Regierungsverwaltungen, dann könnten wir das Kolonialwachstum nochmal erhöhen. Aber wofür? Im Moment wachsen die ja richtig schön eigentlich. Ne, die Küsten sind dicht. Gambia zu Ende zu kolonisieren, bräuchten wir ja das. Was ist das denn dann hier für ein Staat? Sierra Leone. Da müssten wir gegen die vorgehen. Futa Yalon. Sollen wir mal einen Krieg führen? Palzin, du bist ein böser Mensch. Ja, ich weiß. Aber ich würde auch gerne den Staat hier abschließen. Und das geht halt nur, ne, wenn man. Hier ist halt unsere Kolonie. Ist ein Teilstaat von Guinea. Und zu Guinea gehören die drei. Hier könnte man kolonisieren, aber da geht's halt nicht. Ich glaube, da müssen wir mal aufs Maul geben. Ja, das, liebe Leute, machen wir dann aber wohl beim nächsten Mal. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch. Achso, was würde denn das kosten? Staat erobern. 8 Verrufenheit, ja. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalassen würdet. Bis zum nächsten Mal. Euer Palzi.